Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Wir sind mitten in der Geisterbeschwörung. Und ich glaube, ich nehme hier so ein Stück Kohle mit. Hier am Rand liegen Kohlestücke. Ob ich die als Kreideersatz für die Beschwörung nutzen kann? Kann man bestimmt die damit. Nehmen wir. Zumindest sind meine Finger schon mal schwarz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erzmagier Alistair Wert darauf legt, ob er mit weißer Kreide oder schwarzer Kohle beschworen wird. Naja, ich hoffe, dass da nichts Blödes passiert, wenn wir das so machen. Esther? Ja? Wegen der Siegel. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte eine Hand. Ja? Aus einem Grab. Natürlich aus einem Grab. Jemand Lebendigen die Hand abzuschlagen wäre doch irgendwie nicht nett. Es muss eine bestimmte Hand sein. Die des Hexenmeisters von Buren. Er wurde im Grab der Familie Lee begraben. Fein. Brauchst du nur die Hand? Oder soll ich dir noch etwas anderes mitbringen? Die Hand reicht. Ich gehe gleich los. Ich könnte bei der Gelegenheit schauen, ob ich eine neue linke Niere finde. Du, bist nicht böse, wenn ich nicht mitkomme, oder? Nein, kein Problem. Kannst dir die Hand später hier abholen. Danke. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es so einfach zum Lösen ist. Das heißt, sie macht es jetzt für uns. Ich lasse sie sich etwas ausruhen. Okay, da gibt's keine Informationen. Wo ist denn eigentlich der kleine Nate? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ach doch, der hängt da dran. Oh, das ist süß. Okay, gehen wir hoch ins Schloss und probieren mal unseren Beschwörungskreis zu malen. Hier haben wir eigentlich. Es sieht nicht nach Regen aus. Zum Glück. Donnerschläge und Blitze sind das Letzte, was ich an einem Ort wie diesem gebrauchen kann. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Von drinnen. Wir wollten es oben bei der Truhe malen, richtig? So, jetzt benutze schwarze Kohle. Jetzt einen Kreis. Dreieck, Entschuldigung. Das ist der erste Schritt. So, jetzt sollen wir... Also schön. Um den Erzmagier zu beschwören, muss ich sein Symbol auf den Boden malen und dabei die Beschwörungsformel aufsagen. Nur leider kenne ich das richtige Symbol nicht. Außerdem muss ich noch mit Weihrauch für die richtige Atmosphäre sorgen. Okay, den Weihrauch können wir ja aus dem Zimmer nehmen, oder? Da war doch hier so ein bisschen Weihrauch. Räucherstäbchen? Das ist zwar kein Weihrauch, aber diese Räucherstäbchen sorgen auch für Atmosphäre. Okay, die legen wir hin. Warte mal, vielleicht ist das Symbol in dem Brief drin. Man erkennt jedes Detail auf dem Bild vom Erzmagier und mir. Vermutlich würde man sogar das Familienwappen des Erzmagiers auf seinem Amulett erkennen, wenn es nicht so winzig wäre. Ich glaube, es ist... Nein, es ist einfach zu klein. Alle Spieleerfahrung, wir nehmen das schwere Glas. Ich müsste das Glas als Lupe benutzen können und sollte dann mehr Details erkennen. Ja! Ja, es funktioniert. Da ist der Hals des Erzmagiers. Da sein Amulett mit dem Familienwappen. Es zeigt zwei Schlangen in einer Art Knoten, die sich selber in die Schwänze beißen. Aha. Ein bisschen geklaut bei der unendlichen Geschichte, oder? Okay, also gehen wir hier mal zurück. Dann einmal hier. Atmosphäre. Ich kann noch immer nicht ganz glauben, dass der Geruch wichtig für eine Geisterbeschwörung sein soll. Aber was soll's. Genau.
So, stellen wir hier ein bisschen auf. Atmosphäre. Pure Atmosphäre. Und jetzt zeichnen wir... Besser wäre, wenn das Symbol des Erzmagiers ein Strichmännchen oder ein Kreuz wäre. Das wäre leichter zu zeichnen als zwei verknotete Schlangen. Hey, Geist! Was geht? Komm rüber. Ich habe Fettkerzen und Blut und so ein Zeug. Komm in die Hufe! Wilbur. Das waren genau die uralten Worte, die Herr Whale mir ins Ohr geflüstert hat. Scheint nur nicht... Oh. Doch. Erzmagier Alistair! Den Göttern sei Dank! Wilbur, ich freue mich auch, dich zu sehen. Aber mir bleibt nicht viel Zeit und es gibt viel zu bereden. Ich habe alles falsch gemacht, Erzmagier. Ich habe den Golem gebaut und ich habe Remy im Stich gelassen und ich habe Timmy hierher gebracht und... Du hast gar nichts falsch gemacht, Wilbur. Doch, ich wollte helfen und habe mich reinlegen lassen und deswegen wurden sie verwandelt. Und dann habe ich lieber nichts gemacht und das war auch falsch. Remy ist tot, Erzmagier. Ist er nicht. Zumindest glaube ich das nicht. Doch, er ist in meinen Händen gestorben. Nein, ich bin ziemlich sicher, dass du erneut reingelegt wurdest. Dieses Buch, das du besorgen sollst, in ihm steht keineswegs, wie man den Zauberstab vernichten kann. Okay. Remy nicht tot, aber... Aber wenn nicht Remy, dann... Munkus. Er lässt dich die Dreckarbeit machen. Es geht durchaus um ein Zauberbuch mit mächtigen magischen Formeln. Aber es geht ihm nicht darum, den Stab zu zerstören. Er will sich dessen Macht zunutze machen. Aha. Okay. Er erzählt uns jetzt alles. Das ist... ja. Warum will Munkus dieses Buch haben? Was hat er vor? Das Kitab al-Asif wurde von einem verrückten Mystiker namens Al-Hazred geschrieben. Es ist ein Buch über dämonische Kosmologie und beinhaltet Zauberformeln, mit denen man mächtige Wesen beschwören kann. Unter anderem den Namenlosen? Ich glaube nicht, dass Munkus den Namenlosen befreien will. So verrückt ist nicht einmal er. Ich glaube, er hat die Idee, ein Fenster zur Kerkerdimension zu öffnen und einen Teil der Macht des Namenlosen abzusaugen. Klingt gefährlich. Es ist unmöglich. Durchaus. Und jede Schwachstelle in der Struktur der Kerkerdimension würde vom Namenlosen sofort genutzt werden, um sein Gefängnis zu verlassen. Er ist unglaublich mächtig und er ist schrecklich, Wilbur. Okay, Wie ich sehe, ist es Ivo gelungen, sie zurückzuverwandeln. Sie hat ganze Arbeit geleistet. Ich habe sie und das Vieh nach Seefels geschickt, um Munkus so lange wie möglich vom unterirdischen Tempel fernzuhalten. Vielleicht gelingt es ihnen sogar, die Maschine im Tempel zu zerstören. Das Vieh ist bei Prinzessin Ivo? Dann kann Kapitän Nate nicht weit sein. Endlich mal eine gute Nachricht. Du hast Freunde an deiner Seite. Ja. Wenn das Buch so gefährlich ist, sollten wir es zerstören. Oder wir könnten es einfach in der Truhe lassen. Es liegt schon seit Jahrzehnten dort. Mächtige Dinge haben die Tendenz, gefunden zu werden. Du musst das Buch vernichten. Munkus darf es nicht bekommen. Warum hat Munkus mich geschickt? Und wo ist er? Das macht mir auch Sorgen. Er wird nicht untätig herumsitzen und auf deine Rückkehr warten. Er hat einen Plan. Immerhin weiß er nicht, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Er glaubt, ich bringe das Buch nach Seefels, um mit seiner Hilfe den Zauberstab zu zerstören. Ja,
Der Zauberstab. Das Buch alleine reicht nicht aus, um ein Fenster zur Kerkerdimension zu öffnen. Es bedarf einer komplizierten schwarzmagischen Apparatur und einer ungeheuren magischen Macht, um zum Gefängnis des Namenlosen vorzudringen. Die Maschine, von der Sie sprechen, so eine gibt es im Tempel unter Seefels. Ja, Ivo hat mir davon erzählt. All die Jahre genau unter meiner Nase und ich habe es nicht bemerkt. Noch hat Munkus das Buch nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Van Burens mit ihm zusammenarbeiten. Ohne sie ist der Zauberstab nutzlos. Das sind die einzigen Trümpfe, die wir haben. Er braucht das Buch und den Zauberstab. Und während er danach jagt, werden wir die Maschine zerstören. Okay, also jetzt sind wir ja schon mal ein bisschen klüger. Ich frag mich, ob Mitzi, oder wie sie heißt hier, ob die vielleicht Munkus ist. Naja, er hätte dann zumindest mal ziemlich abgenommen. Wie kann ich das Buch aus der Truhe zerstören? Es ist ein gewöhnliches Buch. Du kannst es zerreißen und verbrennen. Das klingt machbar. Allerdings müssen wir befürchten, dass es weitere Abschriften des Buches gibt. Über die Jahrhunderte sind immer mal wieder einzelne Exemplare aufgetaucht und wieder verschwunden. Das heißt, wir wären nicht sicher, solange es den Zauberstab und die Maschine gibt. Richtig. Richtig. Sobald das Buch vernichtet ist, musst du nach Seefels reisen und deinen Freunden helfen, die Maschine zu zerstören. Das wird nicht einfach sein. Munkus wird sie verteidigen. Und an den mächtigen Van Buren Zauberstab kommen wir auch nicht so einfach heran. Nein. Es muss einen besseren Weg geben. Wir müssten Munkus austricksen, ihn überraschen und mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das ist der Wilbur Wetterquarz, der die Schattenarmee das Fürchten gelehrt hat. Okay, Die Truhe öffnen und das Buch in Sicherheit bringen ist leichter gesagt als getan. Wissen Sie, was mit Hauch des Todes gemeint sein könnte? Ich habe zumindest eine Idee. Dann ist er das, oder? Wie? Jawohl. Haben Sie das gemacht? Ich sehe nicht nur aus wie ein Geist, Wilbur. Ich bin einer. Wie meinen Sie das? Ich bin tot. Nein, Sie sind nicht tot. Sie sind der Erzmagier. Sie wurden verwandelt und Ivo wollte sie wieder zurückverwandeln. Und das hat sie auch geschafft. Aber dann musste ich gehen, Wilbur. Ich bin so schwach, dass du mir helfen musstest, hier zu erscheinen. Aber wie sollen wir denn... Ich meine, ohne sie... Du bist bisher auch immer ganz gut ohne mich zurechtgekommen, mein Freund. Okay, Wussten Timmy Sie, dass Timmy eine Wehrratte ist? Das brauchen wir auch noch. Ja. Remy kam zu mir, nachdem Timmys Eltern von einem Werwolf getötet wurden. Timmys Verletzungen waren nicht sehr schwer, aber ich wusste, dass er sich beim nächsten Vollmond verwandeln würde. Haben Sie den Werwolf gesucht, der ihm das angetan hat? Ich meine, wenn man den Werwolf tötet, dann ist Timmy geheilt, oder nicht? Und was wäre, wenn Timmy in seinem Wahn jemand anderen zum Werwolf machen würde? Würdest du dann wollen, dass derjenige käme und Timmy umbringt, um Timmys Fluch von sich zu nehmen? So habe ich das noch gar nicht gesehen. Der Werwolfsfluch ist eine Krankheit, mit der man leben muss. Man kann lernen, sie zu beherrschen. Es ist schwierig. Und Remy und ich wollten dem kleinen Timmy diese Bürde bisher nicht auferlegen. Wir haben ihn sich verwandeln und austoben lassen. Aber wenn er sich nun unkontrolliert verwandelt hat, musst du ihm beibringen, wie er den Fluch beherrschen kann, Wilbur. Okay, dann brauchen wir doch sein Tuch und alles. Wie können Sie einfach tot sein? Mein Tod war nicht vergebens. Und ich bin auf den Höhepunkt meiner Macht gegangen. Das ist der Stoff, aus dem Legenden sind.
aber es... Ja, das war... Es war noch nicht ihre Zeit. Noch lange nicht. Ich habe ein paar neue Schuhe gekauft, die ich gerne eingelaufen hätte. Ich wollte meiner Putzfrau ein tolles Geschenk zu ihrem Geburtstag nächste Woche machen. Ich habe noch unbearbeitete Post und hätte gerne noch ein paar Abende auf meinem Balkon gesessen. Ich denke, man ist nie ganz bereit zu gehen. Aber ich bin fort und andere müssen vortreten, um zu kämpfen. Okay, ja. Sehr, sehr schön gesagt. Ich fand es auch eine sehr, sehr interessante Szene, wo man ihn zurückverwandelt hat und er dann so ganz überraschend halt eben sich dazwischen gestellt hat. Zwischen den Fluch, ja. Sie meinten vorhin, man könne lernen, den Werwolfsfluch zu kontrollieren. Wie? Als Wehrratte wird Timmy von schlechten Gefühlen beherrscht. Wut, Aggression, Hass. Es ist wie ein Panzer, der ihn umgibt. Doch darunter ist immer noch Timmy. Als wir zum ersten Mal im Wald aufeinander getroffen sind, hat er mich nicht sofort angegriffen. Er hat gezögert. Etwas im Monster hat dich erkannt. Und dieses Etwas ist das kleine Licht, das von Timmy übrig geblieben ist. Eine Kerze im Wirbelsturm. Wie kann ich zu ihm durchdringen? Timmys primitive Gefühle haben die Kontrolle übernommen. Wenn du ihn erreichen willst, dann nur auf dieser Ebene. Ein Primitiv. Grund, eine Stimme, eine Melodie. Einfache Dinge, kleine Dinge, die Timmy durch den Sturm erreichen können. Und wenn er mir erst einmal zuhört? Dann sage ihm, er soll der Wut und dem Hass nicht nachgeben. Sich nicht weiter von schlechten Gefühlen übermannen lassen. Er soll denken. Es ist eine schwierige Aufgabe. Aber wenn ihn jemand erreichen und dann zurückholen kann, dann ein Freund wie du. Okay. Ich soll die Apokalypse aufhalten, ich soll gegen einen mächtigen Hexenmeister kämpfen und all das, während das Land im Chaos versinkt. Wie soll ich das alles in Ordnung bringen? Ich bin kein Magier mehr. Genau darum geht es. Niemand kann all diese Dinge alleine ändern. Aber du und Ivo, die Ratten, die Bürger in Seefels, gemeinsam habt ihr eine Chance. Oh, wartet nicht auf einen Messias, der seinen Zauberstab schwingt und alles gut macht. Macht es selber. Aber die Leute wollen alle was anderes. Und viele denken nur an sich. Deswegen braucht es Vorbilder. Tue, was du für richtig hältst. Du wirst entdecken, dass es andere gibt, die das Gleiche tun. Und wieder andere, die euch dann folgen. Ich habe dich immer wegen deiner Beharrlichkeit geschätzt und deiner Freundlichkeit. Du bist niemals grausam oder feige. Du gibst niemals auf und gibst niemals nach. Gehe voran mit Freundlichkeit und Mut im Herzen, Wilbur Wetterquarz, und sei ein Vorbild für andere. Und vielleicht nimmst du eine Fahne mit, damit auch die Leute weiter hinten dich sehen können. Hey! Meine Zeit auf dieser Welt ist vorüber, Wilbur. Kommen Sie mich ab und zu als Geist besuchen und geben mir gute Ratschläge? Nein, mein Freund. Du weißt alles, was du wissen musst. Aber gehen Sie nicht. Wenn du mein Andenken ehren willst, dann führe ein Leben in meinem Sinne. Leb wohl, Wilbur Wetterquarz. Das hat er wirklich schön gesagt. Und jetzt verschwindet er. Ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Aber gerade die Aussage jetzt hier halt eben Vorbild sein. Und nichts passiert so, sondern ja, alle warten immer, dass irgendjemand was macht. Aber oftmals muss man es halt eben auch selber machen. Finde ich sehr, sehr schön hier. Das und Siegel soll sich öffnen, wenn man das offensichtlich konnte. Ja gut, das kriegen der wir Sinn erst, der wenn ist wir... Zu dann können wir jetzt, glaube ich, noch die Hand abholen. Schauen wir mal, ob sie sich schon ausgraben hat. Wilbur, ich habe die Hand. Das ging aber schnell. Nicht das erste Mal, dass ich nachts shoppen war. Und bist du sicher, dass es die Hand von Van Buren ist? Ziemlich.
Es gibt zumindest Hinweise, dass es die Hand eines Hexenmeisters ist. Was für Hinweise? Ja, Alien Teil 1 bis 3. Ja, scheint so. Gut, und dann schauen wir mal kurz noch rüber in den Wald. Nee, nicht ins Dorf. Ich will... Was können wir mit ihr noch reden? Hat sie noch irgendwas Interessantes? Esther? Ja? Es gibt da doch diese Melodie, die Timmy gerne pfeift. Ja, seine Mutter hat ihm die Melodie immer vorgesungen, wenn er nicht einschlafen konnte. Ich habe dasselbe gemacht, wenn ihn Albträume gequält haben. Wie geht die Melodie? So. Wie ging Timmys Melodie noch? So. Danke. Ganz hoch und immer schräg runter. Ich konnte Erzmagier Alice das Geist beschwören. Er ist tatsächlich nur noch das. Ein Geist. Du meinst, er ist tot? Er wurde von Prinzessin Ivo zurückverwandelt. Doch dann... Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Ich kannte ihn nicht persönlich. Aber von allem, was man so hört, war er ein verdammt heller Kopf. Und er hatte ein großes Herz. Eine seltene Kombination. Außerdem hatte er den schrägsten Humor, den ich jemals bei einem Magier beobachtet habe. Er hat einmal steif und fest behauptet, er hätte in seiner Jugend einem Haufen Ottern eine Musical-Nummer beigebracht. Das hätte ich gern gesehen. Ich auch. Okay, also... Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann. Bin gespannt, ob wir das schaffen. Das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie wieder ein kleines Spiel sein. Wir probieren's mal. Ich hab die Flöte. Erzmagier Alistair meinte, mit einer Melodie könnte man vielleicht zu Timmy durchdringen. Ein Versuch ist es wert. Na klasse. Das ist es. Erinnerst du dich, Timmy? Okay. Diese Melodie hat dir deine Mutter vorgesungen, wenn du nicht einschlafen konntest. Erinnere dich daran. Konzentrier dich. Denk an das Gute und Freundliche, nicht an den Hass. Du bist kein Monster. Du bist eine kleine Ratte und du wirst geliebt. No. Es tut mir leid. Dir muss nichts leid tun. Nichts passiert. Ich wollte das nicht. Hab ich jemandem wehgetan? Nein. Ich glaube, du bist ein ziemlich schlechter Werwolf. Ha! Hi! Das finde ich schön, dass Timmy jetzt wieder zurückverwandelt ist. Munkus hat mich zum zweiten Mal reingelegt, Timmy. Er ist im Tempel in die Rolle deines Onkels geschlüpft und hat mich hierher geschickt. Dann ist Onkel Remy vielleicht noch am Leben? Er ist verschwunden, aber nach allem, was wir wissen, könnte er noch am Leben sein. Das ist ja bestimmt. Onkel Remy lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Wir müssen ihn suchen. Das werden wir, sobald ich das Buch besorgt habe. Aber wenn Munkus das Buch haben will, ist es bestimmt böse. Das ist es. Und in den falschen Händen kann es das Ende der Welt heraufbeschwören. Deswegen müssen wir es in die Finger kriegen und sicher verwahren. Und danach suchen wir Onkel Remy. Abgemacht. Oh, ich mag Timmy. Timmy ist einfach... Ja, er versteht alles und... Oh, die Stimme ist einfach aus. Warum hast du mir denn nicht früher von dem Fluch erzählt? Ich wusste nicht, wie.
Und ich hatte Angst, dass du dich dann vor mir fürchten würdest. Die Nein. meisten haben Angst vor Werwölfen. Und das aus gutem Grund. Wir können uns nicht beherrschen, weißt du? Wir merken nicht, wenn wir Böses tun. Aber man kann lernen, den Fluch besser zu beherrschen, hat Erzmagier Alistair gesagt. Der Erzmagier? Geht es ihm gut? Lass uns morgen darüber sprechen. Für heute hattest du genug Abenteuer, denke ich. Ich habe das hier gefunden. Musst du verloren haben. Mein Halstuch. Halstuch. Das ist der Timmy Dumas, den ich kenne. Ich glaube, ich weiß, wo der alte Hexenmeister von Buren das Buch versteckt hat, in dem steht, wie man meinen Zauberstab zerstören kann. Um ranzukommen, muss ich aber wissen, was Öffnen in der Sprache der Ratten heißt. Öffnen? Ja, aber in der Sprache der Ratten. Öffnen! Ist dir noch nie aufgefallen, dass wir uns unterhalten können? Die Sprache der Ratten ist genau wie unsere Sprache? Nein, eure Sprache ist wie unsere. Ratten leben schon so lange Tür an Tür mit den großen Leuten. Da habt ihr euch wohl das eine oder andere abgeguckt. Wie dem auch sei. Das Losungswort lautet öffnen. Das reicht mir. Wollen wir gehen? Oh, du musst ja. doch todmüde sein. Kann ich mich wieder unter deiner Mütze verstecken? Der Mond scheint so hell. Klar, solange du willst. Okay, ich glaube, dann können wir jetzt hochgehen zum Schloss und dort die Truhe öffnen. Oh, es ist schon ein bisschen. Ich gehe zur Truhe. Ich glaube, jetzt wird gleich was passieren, so vom Gefühl her. Der Sinn her. Der Siegel ist zu verhindern, dass irgendjemand nur zu Okay, also ich nehme die Hand. Also schön. Na los, komm schon. Okay, geschafft. Ist geschafft. Vielleicht sucht sie die rechte Hand, wo immer die sein könnte. Damit steht nur noch ein Siegel zwischen mir und dem Zauberbuch des verrückten Hexenmeisters. Naja. Und... ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Die Folge war jetzt sehr, sehr durch die Unterhaltung mit Alistair, aber ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr schön, wie das Ganze jetzt aufgebaut ist. Und ich bin echt gespannt, was jetzt gleich passieren wird, wenn wir die Truhe öffnen. Ich hätte nicht so viel trinken sollen nebenher. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich bin echt gespannt.